aufstehen. Wenn ihr solche Blaubeersträucher und sowas an Gili machen wollt, dann müsst ihr die natürlich abmachen. Dazu ist es sehr empfehlenswert, wenn man eine Rosenschere nimmt, die dann dazu verwendet. Weil meiner Meinung nach geht das wesentlich einfacher als mit Messer, weil man dann einfach hier abzwicken kann. Mit Messer muss man wesentlich mehr Kraft aufbringen, weil diese Stiele doch recht fest sind. Da ist halt relativ hohes Risiko, dass man sich schneidet oder sonst wohin hakt, wo man eigentlich gar nicht hin will. Wie gesagt, mit so einer Rosenschere kann man unten an den Stiel gehen und kann dann einfach durchzwicken, ganz einfach und schnell. Das Ding wiegt dann halt viel. Macht man eine Schlaufe dran oder so, kann man es auch Arm nehmen und irgendwie eine Tasche verstauen oder irgendwas. Diese Blaubeersträucher kommt man sehr gut an den Gili, indem man sie einfach an das Netz steckt. Man will durch eine Masche oder durch zwei irgendwie durchstecken und dann zieht man ein Stück, dann verhaken die sich eigentlich auch. Das hält. Wenn man sie dann rausmachen will, braucht man einfach nur fest zu ziehen. Und dann sind sie auch draußen. Also es geht schnell dran, schnell ab und es hält auch. Das ist eine super Methode. Man kann es natürlich auch dran knoten, aber dieses Reinstecken, das reicht eigentlich, weil es auch recht schnell geht. Und man sieht, es ergibt auch einen guten Effekt, weil die sich dann gegenseitig hochdrücken. Dadurch wirkt das alles ziemlich buschig. Fertig. Jetzt aufstehen. Ja, super. Okay, wie ihr seht, hier ist hauptsächlich Gras dran. Ich habe ein Messer abgeschnitten, weil das meiner Meinung nach besser geht als mit der Schere. Und ja, das lange Gras, das haben wir in die Jute reingeknotet. Einfach reingeknotet. Und dieses kurze Gras mit Fahrradschlauchstücken dran gemacht. Also ein Fahrradschlauch genommen. Streifen geschnitten, dass man hier haufenweise von diesen Gummis hat. Fahrradschläuche kann man sich natürlich kaufen, aber ist ja unnötig. Man kann auch kaputte gehen, nehmen, einfach in einen Fahrradladen gehen und nachfragen. Die verschenken die sogar eigentlich. Ja, man tut diese einfach an das Netz dran knüpfen. Das hält dann. Dann nimmt man sich das Gras, je nachdem wie viel man will, und kann das dann einfach hier so reinstecken. Wenn man will, kann man es auch doppelt machen, aber so reicht es eigentlich auch, je nachdem wie viel Gras drin ist. Es geht auch wieder schnell raus. Sehr praktisch.